Zurück im Weltraum und willkommen der, zurück. Ja, der dritte Planet ist aktiviert, oder was heißt aktiviert, ist gerettet. Das heißt, wir kommen tatsächlich richtig schön vorwärts und das ist ein guter Anlass, um mal wieder mit den Leuten zu reden. Das Handbuch des Schiffs ist echt nützlich. Endlich steht meine Werkbank wieder gerade. Wenn Sie es auch mal lesen würden, wüssten Sie, dass die Tempest ein Füllhorn neuer Tech ist. Sie können nicht einfach... Ich habe dieses Schiff in Rekordzeit startklar gemacht, Kello. Ich beherrsche meinen Job. Und Sie haben nicht den geringsten Respekt vor dem Job anderer Leute. Kello. Oh, Ryder. Tut mir leid, dass Sie das mit anhören mussten. Ach, Gil. Ein Arschloch vor dem Herrn. War er und ist er immer noch. Was kann ich für Sie tun? Oh, hier gibt's ja ein bisschen was. Achso, das sind die Sachen, wo immer mal wieder was erzählt wird, ne? Gut, okay, das brauchen wir jetzt nicht. Dann konzentrieren Sie sich mal wieder auf Ihre Arbeit. Sie wissen, wo Sie mich finden. Na klar doch, immer an der gleichen Stelle. Ich muss bloß dem unaufhörlichen Redeschwall folgen. Ja, wir haben möglicherweise ein Problem. Ich habe einige Berechnungen durchgeführt. Massenbilanzen und dergleichen. Okay. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Tempest rund 70 Kilo zu schwer ist. Ich glaube, wir haben irgendetwas an Bord, das hier nicht hingehört. Seriously, 70 Kilo? Ihr schleppt die ganze Zeit irgendjemand Ressourcen an Bord, also ich zum Beispiel, oder irgendwelche neuen Waffen und so weiter. Und 70 Kilo fallen dir auf dem Riesending? 70 Kilo könnten auch auf einen blinden Passagier hindeuten. Unsere internen Sensoren haben nichts entdeckt, aber sie sind auch nicht so leistungsstark wie der Scanner eines Pathfinders. Könnten Sie sich mal umsehen? Na super, die Suche nach einem blinden Passagier, das ist ja toll. In Ordnung, ich werde das Schiff durchsuchen. Mal sehen, ob ich irgendwas finden kann. Das kann ja witzig werden. Okay, wir checken mal kurz die Mails, da gibt es bestimmt auch einige. Oh, gar nicht so viele. Einsatz des Wissenschaftsteams an Ryder von Benedict Geffen. Pathfinder-Team. Die Nexus hat die Genehmigung erteilt, ein multidisziplinäres Team auf Haval, auch bekannt als Habitat 3, zu stationieren, um die angaranischen Bemühungen dort zu unterstützen. Primäre Teammitglieder Dr. Hawkins McIntyre, Xeno-Anthropologie, Teamleitung Sarah Cassian, Botanik-Umwelttechnikerin, Farley Barra, Entomologe und Cody Holdren, Quartiermeister. Sowohl das angaranische Team als auch das Nexus-Team haben Interesse daran geäußert, dass der Pathfinder Haval erneut besucht, um die kulturenübergreifenden Bemühungen zu beobachten. Benedict Geffen im Auftrag von Director Edison. Es ist manchmal schwer zu reden. Ja, ja. Words. Okay, das heißt, jetzt werden wir dann wahrscheinlich auch neue Aufträge kriegen, wenn wir das nächste Mal zurückkehren, denn dann werden die Menschen auch vor Ort sein, dann werden wir tatsächlich auch ein paar Änderungen dort sehen, vermute ich mal. So, danke Pathfinder. Ich bin es, Amert. Ich schreibe Ihnen das hier aus Amaras Zuhause auf der anderen Seite von Haval. Ich bin von Ihren Kindern und Enkelkindern umgeben, die ich nie zuvor gesehen habe. Dennoch haben Sie mich willkommen geheißen, als würden Sie mich schon Ihr ganzes Leben lang kennen. Ich habe mein altes Zuhause verlassen und ein neues gefunden. Obwohl ich mir wünschte, ich hätte es schon vor Jahren getan, bin ich dankbar für die Zeit, die mir noch bleibt. Ohne Ihre Hilfe wäre es niemals dazu gekommen. Hier ist es wunderschön. Amert. Ach, das freut mich, wenn man den Leuten helfen kann. Eine Heimat, wenn auch nicht unsere, von Unrider von Liam. Ich bin stolz auf Haval. Sicher, es wäre cool gewesen, dort zu leben. Ein Pterodactylus mehr und der Planet wäre ein Jurassic-Jahrmarkt. Aber was wir für die Angara getan haben, wird viel dazu beitragen, dass wir gute Nachbarn werden. Und das brauchen wir, vor allem wenn die Geißel die Nachbarschaft stark einschränkt. Unsere Sicherheitsleute lernen von den Einheimischen möglichst viel über die lokale Fauna. Faune? Außenposten oder nicht, Haval ist eine Hilfe. Costa. Liam hat eine Liste von Medien beigefügt, die sich mit dem Thema Gemeinschaft beschäftigen. Dabei sind 100 Jahre alte Situationskomödien und Dokus über Forschungspartnerschaften. Und ein Musical über eine menschenfressende Pflanze. Okay. Warum nicht? Gut, wunderbar, wir haben den Leuten geholfen, alle sind dankbar. Das freut mich. Ihnen stehen noch Alpi zur Verfügung, Pathfinder. Keine Pibi. Danke für den Hinweis, Sam. Okay, Pibi ist mal wieder irgendwo unterwegs. Also hier jetzt jemanden zu finden auf dem Schiff könnte ein bisschen auf Was vermissen Sie? Wands intensiv werden. Shop-Kataloge. Übernachtlieferung jedes Teils, das ich brauche. Schaumbäder.
abschalten mit einer ganzen Schachtel widerlich schmeckender Kekse. Das finde ich auf mehreren Ebenen beunruhigend. Wieso? Wollen Sie Ihre Antwort ändern? Vielleicht. Ja, widerlich schmeckende Kekse. Das klingt so nach einem typischen Soldaten, so Panzerkekse oder so ein Scheiß, ne? Wenn man sich dann wahrscheinlich dran gewöhnt, dann isst man das Zeug gern. Ja? Okay, Lexi hat tatsächlich gar nichts für uns. Ich hatte eigentlich dann erwartet, dass Sie mal nicht länger stören. Ein paar ich Gespräche hier zustande kommen. Aber schauen wir mal. Hey Liam, du redest doch eigentlich auch immer gern, oder? Pathfinder, tut mir leid, ich war gerade abgelenkt. Ich habe das Gefühl, wir sollten alles andere ruhen lassen, bis die Sache mit der Moschei geklärt ist. Ich könnte mal wieder mein Interesse an Liam äußern. Nein, wir wollen einen heterosexuellen Rider machen. Reden wir später weiter. Ich habe ja schon ein Auge auf Vetra und Cora geworfen, habe mich bloß noch nicht entschieden, welche der beiden es sein soll. Ich vermute aber, es wird wahrscheinlicherweise Cora werden eher. Und zu der wollen wir auch gleich mal gehen, würde ich vorschlagen. Wenn sie denn da ist. Was haben wir denn hier? Da ist was da hinten. Okay. Nachricht von Sam. Ja, generiertes Bild, menschliches Sichtspektrum, Inspirationen, Arbeiten von B-Low, Fraktalbilder divers. Dieses Bild stammt aus einer frühen Phase meiner Entwicklung. Ich habe es generiert, während ich mir die Fähigkeit zur visuellen Erkennung aneignete. Cora fand, es sei von künstlerischem Wert, woraufhin Alec Ryder ihr diese Kopie schenkte. Okay. Nachricht von Sam finde ich auch gut. So, die Frage ist, wie kommen wir da hinten ran? Hier scheint doch irgendwie eine Klappe zu sein, die das aufmacht. Sehen wir das auch von einem anderen Blickwinkel aus oder nicht so? Mal kurz schauen hier. Da hinten war es gerade wieder kurzzeitig. Auch hier aus sehe ich das nicht. Ups, lass es doch mal runtergehen. Ich vermute, wenn wir irgendwo jemanden finden, dann auch eher hier unten. Im Quartierbereich quasi. Oh. Sieh mal an. Im Bad ist kein zusätzliches Gewicht. Ein Glück. 70 Kilo runterzuspülen wäre auch ganz schön aufwendig geworden. Ich will gar nicht drüber nachdenken. Bitte erzähl nicht sowas. Sie machen das schon länger als jeder andere hier. Mal unter uns. Wie schätzen Sie unsere Chancen ein? Unsere Chancen vorbei. Ach, zu überleben. Wir kriegen das schon hin. Ja, okay. Danke, alter Mann. Ach, Drake, du bist so hilfreich und eloquent, das ist Wahnsinn. Ryder. Es gibt rein gar nichts mit Drake zu bereden. Er ist eben einfach nicht der große Redner. Oder vielleicht müssen wir auch einfach erstmal seinen Gefälligkeitsauftrag machen. Wir können uns später weiter unterhalten. Klar. Er hat in seinem Gespräch genau ganze zwei Worte mit mir verloren. Eins zur Begrüßung und eins zum Abschied. Ist das nicht schön? Was kann ich für Sie tun, Pathfinder? Okay, die haben tatsächlich gar nichts für mich. Sie haben bestimmt viel zu tun. Wir können uns ja später weiter unterhalten. Gerne. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Ich glaube, ich werde Vetra demnächst dann auch mal wieder mitnehmen auf eine Mission. So, das Crew-Billboard schauen wir uns gleich an. Ich will erstmal kurz hier hinten scannen. Hier sieht alles normal aus. Keine blinden Passagiere, kein zusätzliches Gewicht. Okay, das sind also die Rohre, die wir da entdeckt haben. Das ist tatsächlich zum Untersuchen. Dann muss ich oben nochmal schauen, wie ich das da untersuchen kann. Oh Gott, hier gibt es ja viel zu lesen. Feuerübung, Abschlussbericht. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust, das alles zu lesen. Das ist so viel. So, für Sie und die Leitern. Blabla. Pibi, wir sind tot, weil Sie 2 Minuten zu spät am Evakuierungspunkt waren. Ja, natürlich. Ach so, Drug, wir brauchen eine Lösung für Sie und Leitern. Wunderschön, finde ich gut. Also, dann frage ich mich aber, Pibi, wenn du in einer Rettungskapsel wohnst, wie du es geschafft hast, 2 Minuten zu spät am Evakuierungspunkt anzukommen. Ganz ehrlich. So, Angara-Wort des Tages, Tabum, das kommt mir aber bekannt vor. Ja, das hatten wir schon. Es ist tatsächlich nur die Feuerübung jetzt dazugekommen.
Gut, schauen wir uns noch in den anderen Räumen um. Gibt es hier drüben auch sowas zum Scannen? Huch, warum hast du denn jetzt den Scanner abgeschaltet? Sieht nicht so aus, ne? Was ist das eigentlich für ein Datenpad? Lag das schon immer da? Ja, das lag da schon. So, hier scheint aber keine Möglichkeit zu sein, den Raum zu scannen. Finde ich ein bisschen inkonsistent. Das sollte es eigentlich in jedem Raum geben. Und wir schauen erstmal bei uns im Räumchen nach, glaube ich. Nicht, dass sich irgendeine Verehrerin hier bei uns ins Zimmer geschlichen hat. Gibt's hier denn irgendwo sowas? Nee, ne? Nö. Hi, Sam. Hallo, Ryder. Das Zusammentreffen mit den Angara ist ein wahrhaft historischer Moment. Absolut. Mein einziger Vergleich wäre Alec Ryders Erfahrung im Erstkontaktkrieg, einer Zeit der Unsicherheit und kulturellen Missverständnisse. Wir leben in einer ähnlichen Zeit, aber ihre Begegnung verlief friedlich. Ich erkenne, wie viel die Menschheit dazugelernt hat. Ja, ich bin halt ein Guter, kann ich auch nichts machen. Das ist halt einfach so. Ist es verwirrend, an mehreren Orten zu sein und mit verschiedenen Leuten zu sprechen? Mein Bewusstsein lässt sich partitionieren. Ich kann Ihnen also dieselbe Aufmerksamkeit gewähren wie zum Beispiel einem Techniker im SEM-Kern. Im Einsatz sind Sie mein Primärfokus und alle anderen Anfragen kommen in eine Warteschlange. Umgangssprachlich haben Sie meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Ach, das ist schön zu wissen. Sam, gibt es weitere Informationen über den Erinnerungsauslöser, den wir gefunden haben? Eine Erinnerung wurde freigeschaltet und steht für weitere Untersuchungen zur Verfügung. Sie müssen dazu zum SEM-Kern auf der Hyperion zurückkehren. Was wir demnächst mal tun werden. Bist du noch auf der Hyperion? Ja. Dieses Terminal liefert eine direkte Verbindung zu meinen Servern im SEM-Kern auf der Arche. Ich kann eine Präsenz auf der Tempest mittels Quantenverknüpfungskommunikation aufrechterhalten. Ich frage mich, ob das dabei bleibt, denn ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht in einem Folgeteil irgendwann mal was passiert mit dem mit der Arche der Menschen, mit der Hyperion. Oder dass vielleicht auch, es kann ja auch sein, dass durch irgendein Ereignis vielleicht mal Ryder und die Tempest-Besatzung ausgestoßen werden oder sowas. Nur so Gedankenspiele. Und dann wäre es natürlich ungünstig, wenn Sam auf der Hyperion weiter ist mit seinen Servern, ne? Das müsste man dann vielleicht mal irgendwie ändern. Das erweist sich bestimmt als nützlich. Sie gewährleistet meinen ständigen Kontakt mit Ihnen und dem Pathfinder-Team. So, Sarah und ich. Ach, na eben, über Sarah haben wir schon lange nichts mehr gehört, ne? Wie hat Dad das mit mir und Sarah beurteilt? Er hat geglaubt, dass die Familienkrisen sie näher zusammengebracht haben und hat gehofft, das würde so bleiben. Anscheinend war diese Hoffnung wohl begründet. Was für Familienkrisen? Darüber wissen wir doch noch gar nichts. Dir wird bei unserer Zusammenarbeit auffallen, dass ich gerne hin und wieder einen Scherz mache. Zur Auflockerung. Wie sieht's mit deinem Sinn für Humor aus, Sam? Alec Ryder hat mich ermutigt, diese Fähigkeit zu entwickeln. Humor ist keine Fähigkeit, sondern... Okay, erzähl mir einen Witz. Will ein Neutron in eine Disco, sagt der Türsteher. Ja, der ist alt. Ich kann verstehen, warum Dad dir gesagt hat, dass du an deinem Humor noch arbeiten sollst. Boah, das Ding hat so einen Bart, den gibt's mindestens seit Neutronen überhaupt erst erfunden wurden. Danke, Sam. Das genügt. Also, der Begriff des Neutrons. So, mehr Witze wollen wir uns jetzt nicht anhören. Die werden wahrscheinlich alle so einen Bart haben. Ich bin auch schön, toll, jetzt wollte ich gerade den Jetpack benutzen hier, um schneller vorwärts zu kommen. So, schauen wir mal, ob wir hier auch solche, gut, da drüben waren wir schon. Solche, wieso will ich ständig den Jetpack benutzen? Ich bin da auch echt verwirrt. Ob wir hier solche Messeinheiten haben. So ein Lagerraum wäre... Die Augen sind so voller Feuer, Bibi. Das ist aufregend. Es war mutig von Ihnen, hierher zu reisen. Wirklich? Danke. Ja, das war es wohl. Und ich bin es noch. Echt jetzt? Cora, Ihre Entscheidung erfolgte offensichtlich in voller Erkenntnis Ihres Potenzials und Ihres brillanten Verstands. Ach, ich liebe Jal, der ist großartig. Diese emotionale Seite der Angara ist echt geil. Okay, was ist denn das hier?
direktes EVA-Modul. Dieses EVA-Modul ist beschädigt, weist aber Anzeichen dafür auf, dass es an angaranische Technologie angepasst und anderweitig modifiziert wurde. Woher haben wir das? Und seit wann liegt das bei uns mit im, in der Abstellkammer rum? Bauen die da dran? Ist das das Projekt von... Das ist gar nicht kaputt, oder? Ist das... Ach, keine Ahnung. Ist das das Projekt von Liam und Jarl? So, sprechen wir nochmal hier mit Cora. Hey, Mädchen. Dieser Archon. Was für ein arrogantes Arschloch. Okay, es ist vielleicht überflüssig, das bei einem Cat extra zu erwähnen. Er ist allerdings der erste Cat, der sich dazu herabgelassen hat, mit uns zu reden. Das ist eine hilfreiche Information. Ja, wir wissen jetzt, dass sie kommunizieren können. Sie ziehen es einfach nur vor, sofort das Feuer zu eröffnen. Also, was gibt's sonst noch Neues? Nicht wirklich etwas, wie es aussieht. Haben Sie noch mehr Kriegsgeschichten aus Ihrer Zeit als Elite-Soldatin für mich? Ich habe Janae immer gemocht. Sie war erst 200 Jahre alt und mit mir in der Einheit war sie nicht mehr die Kleine. Sie war ein biotisches Wunderkind. Einmal hat sie ein Flugabwehrgeschütz aus der Verankerung gerissen und damit ein paar Sklavenhändler zermalmt. Autsch. Sie haben nicht lange gelitten. Janae war eine gute Freundin. Vielleicht ist sie das immer noch. Auch wenn sie mit Sicherheit keine Kleine mehr ist. Ach ja, Geschichten aus der guten alten Vergangenheit. So, die Arche der Asari, das ist ein interessanteres Thema, glaube ich. Wie geht die Suche nach der Arche der Asari voran? Diese Asari, die im Außenposten Zuflucht gesucht hatten, waren uns eine große Hilfe. Jetzt müssen wir das Forschungsschiff finden, von dem sie gesprochen haben. Oh, da muss ich nochmal schauen, da gibt es sicherlich einen Quest zu. Wir sehen uns später, Cora. Ich werde hier sein. War das nicht auch auf Volt? Ich erinnere mich dran, dass auf Volt nicht bloß das mit der Moschee war, sondern ich glaube, da war auch das mit der Asari-Arche, oder? So, ist hier unten noch was? Nein, hier ist keiner mehr. Stimmt, Pibi und Jar sind ja oben. So, ich wollte aber eigentlich nochmal nach so einem Sensor suchen. Hier haben wir zum Beispiel einen. Na komm schon. Ich hab's. Suvi, das zusätzliche Gewicht ist hinter dem Lagerraum-Shot. Aha. Ja, es sieht aus wie ein Fertigungs-Mac, der mit dem Rumpf verschweißt wurde. Durch den Scan der Teile wurde ein Audiolog aktiviert. Ich denke, ich weiß, was hier los ist, Ryder. Könnten Sie auf die Brücke kommen? Na klar. Wo hat der jetzt den Fertigungs-Mac gesehen? Ich bin etwas verwirrt, aber gut. Ich finde das mit den 70 Kilo immer noch merkwürdig. Ich meine, hier kann ja jeder irgendwas anschleppen, theoretischerweise. Oder wird das immer alles haarklein aufgenommen? In irgendeinem Log. So, wir sprechen erstmal kurz mit Pibi und mit Jarl und dann gehen wir wieder auf die Brücke zu Callow und schauen mal, was er da hat. Hey, haben Sie kurz Zeit? Klar. Eigentlich will ich nichts von dir. Danke für das Gespräch. Wir unterhalten uns ein andermal weiter. Darauf können Sie wetten. Ach, ich liebe es, wenn man nichts mit denen bespricht und er dann meint, danke für das Gespräch. Die Roker gehen nach Kadara und rekrutieren die Verzweifelten. Ich habe gehört, wie ein Anwerber der Roker seine Magie wirken ließ. Er hat sogar mich überzeugt. Magie? Was für Magie jetzt genau? Aber gut, dann sollten wir da vielleicht auch mal hingehen, vielleicht, eventuell? Wäre mal ein Anstoß. Vielleicht kommen wir da noch hin, kann ja sein. Bis später, Jor. Ich wünsche Ihnen Stärke und Erfolg. Sind ja noch zwei Planeten offen, die wir noch nicht erkundet haben, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Na gut, gucken wir mal kurz bei Gil vorbei. Warum eigentlich nicht? Ist der Typ überhaupt da? Nö, ne? Der ist nicht auf seinem Posten. Warum auch arbeiten? Oh, sieh mal an, den kann man auch noch scannen. So, dann schauen wir doch mal, was Callow uns da zu sagen hat. Ich bin gespannt. Oh, wir können ja auch mal sprinten, siehst du mal, das benutze ich so selten. Oder, ach, hier steht Gil, siehst du mal, er macht doch was, er ist doch am Arbeiten. Die Angara waren total neugierig auf das Schiff. Ein paar von ihnen waren sogar so dreist, mir Fragen zu stellen. Was halten Sie von ihnen? Sie kennen sich aus und sind ziemlich clever. Sie werden gute Verbündete abgeben. Schön, schön, aber was war das denn zwischen dir und Callow? Okay, raus mit der Sprache. Was läuft da zwischen Ihnen und Callow?
Muss ich mir etwas Sorgen machen? Ah, na schön. Bevor ich mich schlagen lasse, wir sind einfach komplett gegensätzlich. Er ist der absolute Planer, ich bin eher ein Macher. Er hat Tinte an den Fingern, während ich gerne bis zu den Ellbogen in Schmierfett stecke. Ohne mich als Gegenpol zu ihm hätten sie ein echtes Problem. Scheiße, vielleicht gilt das sogar auch andersrum. Ich würde eher sagen, er ist professionell und du bist einfach ein unprofessionelles, großkotziges Arschloch. Das ist so mein Eindruck von dir. Es war schön, mit Ihnen zu reden, Gil. Jederzeit wieder. Ich meine, du wirst zwar Ahnung von dem haben, was du machst, bist aber trotzdem unprofessionell. Das ist einfach so. So, gibt's denn hier oben zufälligerweise jemanden, mit dem wir kommunizieren können? Nein. Ich glaube, das wird auch immer noch gesondert angekündigt, wenn hier irgendwas ansteht. Gut, dann können wir jetzt also wirklich zu Callow gehen. Und vielleicht sollten wir ihn auch nochmal befragen, was das denn für ein Disput ist. Vielleicht hat er da auch noch was zu sagen. Könnte ja sein. So, Callow, dann sag mal an, was ist los? Diese verschweißten Teile, die Sie im Lagerraum gefunden haben, ich weiß, woher sie stammen. Okay. Sie gehörten Lucille Diawara, der Chefdesignerin des Schiffes. Sie hat sich während des Baus das Rückgrat gebrochen. Aber Lucille wollte ihr Schiff nicht im Stich lassen, also hat sie sich aus einem Fertigungsmeck einen Anzug gebaut, den sie tragen konnte. Sie muss ihn mit dem Rumpf verschweißt haben, als eine Art Signatur. Und wieso genau ist das jetzt erst aufgefallen? Das ist irgendwie merkwürdig. Ich meine, der muss doch schon vorher da gewesen sein. Hat Suvi jetzt zum allerersten Mal einen Massescan gemacht? Sehr, sehr merkwürdig. 600 Jahre später war die Energie verbraucht. Und Suvi hat ihn entdeckt. Sam, hast du bei Lucy nicht dein Audio gefunden? Kannst du es abspielen? Ein Sam hat also meine Fertigungsausrüstung gefunden. Gut gemacht. Das heißt, die Tempest gehört jetzt einem Pathfinder. Mason Barrow, Seven Raker, Matriarchin Ishara, Alec Ryder. Sie waren die Besten von uns. Ah, hier hat man sogar mal die Namen der anderen Pathfinder mit. Ja, die Matriarchin, das wird wohl von den Asari sein. Mason Barrow, das klingt wie Salarianer. Und Seven Raker ist dann wahrscheinlich der Turianer, nehme ich an, oder? Na, wir werden es sehen. Ich bin auch fantastisch. Mein Vater ist tot. Ich frage mich, wie viele der anderen Pathfinder es wohl geschafft haben. Wir werden es rausfinden. Sie werden es rausfinden. Passen Sie gut auf mein Schiff und einander auf. Was auch immer Sie in Andromeda erwartet. Sie verkörpern die Milchstraße. Wir sind aus solchem Stoff, wie Träume sind. Und unser kleines Leben ist von einem Schlaf umringt. Ich hätte nie gedacht, dass ich Lucilles Stimme nochmal hören würde. Die Pathfinder lagen ihr wirklich am Herzen. So sehr, dass sie ihnen ihren Anzug mitgegeben hat. Als eine Art Glücksbringer? Den sollten wir auf jeden Fall aufbewahren. Er gehört hierher? Puh, ich weiß nicht. Wir bewahren ihn für die Nachwelt auf. Ich meine, er ist im Prinzip ein wichtiges Relikt der Andromeda-Initiative, nicht wahr? Er ist Teil der Geschichte der Initiative. Ja. Er sollte auf die Nexus gebracht werden, damit jeder ihn sehen kann. Und vielleicht hilft er ja jemand anderem. Ich kümmere mich darum, Ryder. Okay, zurück an die Arbeit. Machen wir sie stolz. Hier an Bord staubt er letztendlich nur in irgendeiner Ecke rum. Und wir wissen von Mass Effect 2, dass Schiffe auch mal kaputt gehen können. Von daher schaffen wir ihn lieber auf die Nexus. Was kann ich für Sie tun? So, nee, er hat gar nichts zu Gil zu sagen. Dann konzentrieren Sie sich mal wieder auf Ihre Arbeit. Sie wissen, wo Sie mich finden. Na klar, mache ich. So, das heißt, wir können dann auch mal aufbrechen. Galaxiekarte. Ich glaube, wir haben noch ein paar Galaxien offen, in die wir mal reinschauen können. So, jetzt muss ich erstmal schauen, mit der Leertaste geht man zurück. Die Steuerung war doch etwas speziell gewesen hier. So, wo haben wir denn hier die noch unbesuchten Galaxien? Die sind alle schon bei 100%. Ich hätte gedacht, wir haben noch irgendwas. Aber scheinbar doch nicht. Okay, EOS, Nexus, ah ja, wir können auch auf die Nexus gehen. Wollen wir auf die Nexus gehen? Nein, wir gehen nach Volt.
Ich habe beschlossen, wir gehen nach Vault. Also gehen wir nach Vault. Die Sache mit der Moshe muss mal erledigt werden, so langsam. Und ich würde auch zu gerne dieses Schiff auf Vault finden von den Asari. Zurück nach Vault. Ja. Yeah. Das hast du sehr gut erkannt, mein Freund. So, dann wollen wir mal. Beginne mit dem Anflug. Überspringen wir den Spaß mal. Und dann rauf auf den Planeten. Ja, davon gehe ich aus. Architektenhülle auf Vault, okay. Was ist das? Orte einen Reliktarchitekten. Oh, okay. Ist im Orbit gelandet? Erstaunlich. What the fuck? Klassifizierung Feind außer Betrieb. Herkunft Andromeda Vault. Die Direktiven der Programmierung dieses Reliktarchitekten wurden außer Kraft gesetzt. Er befindet sich in einem orbitalen Standby-Modus und bleibt an seinen Heimatplaneten Vault gebunden. Dank des besseren Überblicks aus dieser Position wird eindeutig kleinere Beschädigungen erkennbar. Meine Güte. Die durch den beständigen Frostwechselzyklus in einer feuchten Umgebung verursacht wurden. Mehrere Systeme scheinen ihre Instandsetzung anzufordern. Okay. Scannen wir den Freund mal und ich bin mal gespannt, ob man das irgendwann später vielleicht mal gebrauchen könnte, wer weiß. So, aber wir wollen natürlich die Landezone besuchen. Auf! Und, waffentechnisch müssen wir da was ändern. Ich glaube, ich habe nichts Neues jetzt wirklich. Also das bleibt erstmal so. Das muss ich dann, wenn ich mal wieder auf der Nexus bin, ändern. Muss ich mal wieder schauen, ob wir vielleicht irgendwas finden. So, Kettelm Fusion 3. Wir können ja mal schauen, ob wir irgendwas haben, was besser ist. Aber das ist alles bloß Stufe 3. Also da haben wir jetzt nicht wirklich was von. Wir haben jetzt so einen hier. Kampfkräfteschaden, Waffenschaden. Ja, das ist Tech. Das bringt mir gar nichts. Rebellenhelm ist Waffenbonus. Nee, dann bleiben wir dabei. Das wird dann bei den anderen wahrscheinlich ähnlich sein. Brauchsobjekte, Panzerung, Trupp. Ich nehme die zwei mit. Das ist eigentlich genau das richtige Team. Korra wegen den Asari, Jarl wegen der Moshe. Also eigentlich können wir daran nichts ändern. Wir brauchen die beide. Los geht's.